Was geht, meine Freunde? Und herzlich willkommen zur neuen Folge Little Farmer. Yo, weiter geht's. Ich habe jetzt die Fläche gemulcht. Das sind jetzt, war das drei Fläche, zwei Sonnenblumenfläche und jetzt die Maisfläche habe ich gemulcht. Jetzt da vorne nur das Vorgewende. Mit dem Strigle sind wir durch. Die eine Fläche direkt hinterm Hof, die konnten wir strigle, genau die da. Da haben wir auch schön das Unkraut rausgekriegt, also die Fläche hier. Genau, haben wir schön das Unkraut rausgekriegt. Ja, wir haben halt ein paar Fahrgassen drin. Ich bin in der mittleren Lastschaltstufe gefahren, im vierten Gang. Ja, der hat zwar hohe Drehzahlen gehabt, ich glaube 2000 Umdrehungen oder so, aber eigentlich fast nichts kaputt gemacht. Wenn man da sieht, geht ja da der Berg hoch, aber er ist fast nie durchdreht. Die einzige Stelle, wo er ein bisschen durchdreht, ist, wo wir da am Berg von dem kleinen Häusle hochgefahren sind. Da hat er nochmal ein bisschen durchdreht. Da sind wir auch dieselbe Lastschaltstufe gefahren, also mittlere und vierte Gang. Da hat er ein bisschen durchdreht. Und wir haben da aber der Allrad drin gehabt. Ja gut, konnte ich nicht vermeiden. Aber sonst sieht eigentlich der Bestand gut aus, ohne wenig oder ohne viel Beschädigung von der Fläche. Die zweite Fläche konnte ich nicht mehr strigle. Das ist die da unten, die 88. Die ist schon in der zweiten Wachstumsstufe. Strigle können wir nur in der ersten Wachstumsstufe. Die ist schon in der zweiten Wachstumsstufe. Ja, da kriegen wir das Unkraut nicht mehr weg. Also das ist, ich habe es gestrigelt, da wird das Unkraut zwar eine Stufe grüner, aber da braucht man eigentlich nicht. Das Lumpenzeug muss, muss ich nochmal erwachsen, bis es schon wächst. Ja, haben wir halt Unkraut drin. Mein Gott, ich kann es jetzt nicht vermeiden, aber ja, nächstes Mal wissen wir es, dass wir die Felder immer in der ersten Wachstumsstufe strigeln müssen. Ja, da müssen wir nächstes Mal ein bisschen besser aufpassen. Ja, gut, ist halt jetzt so. Genau, dann habe ich mir nur Gedanken gemacht. Wir müssen ja nachher wieder Milch verkaufen. Es wird jetzt noch eine Folge geben und dann spule ich weiter durch den Winter. Mir wird jetzt nur das Feld da drüber strigeln. Mal schauen, wie weit es reicht. Ich habe jetzt, möchte euch jetzt einfach mal so ein bisschen kurz mitnehmen, was für die Zukunft ansteht, für das kommende neue Jahr. Wir müssen ja nachher noch Milch verkaufen. Der beste Preis zahlt ja wieder da drüben die Bäckerei. Und bei der war ich jetzt gerade. Die können wir ja kaufen für 50.000 Euro. Ja, 50.000 Euro. Die werde ich jetzt am Anfang neu kaufen. Aber wenn mir da, gehen wir mal kurz in die Einkauf, Getreide hinbringet, wird ja in der Bäckerei Brot und Kuchen produziert. Gehen wir mal kurz rauf auf Brot. Können wir im Supermarkt verkaufen für knapp 5.000 Euro. Kuchen können wir verkaufen für 9.469 oder 447 Euro. Ja, ich glaube, da können wir noch ganz schön ein bisschen nebenher Geld verdienen. Dass man von der Schulden und dem Ganzen runterkommt. Ich glaube, dass ich das mache. Aber ich werde die Bäckerei erst im Frühjahr kaufen, oder halt Richtung Sommer, wenn es dann losgeht mit der Getreideernte. Ein Feld wären wir behalten für Getreideschrot. Ich denke mal, das Große, das Kleine, das ist halt jetzt für Unkraut, da kommt nicht viel runter. Komm, dann behalten wir das Große, mache daraus Getreideschrot, das lagern wir halt auch in der Halle ein. Ja, das müsste eigentlich in der Halle Platz haben, wenn ich mal schaue. Alternativ habe ich mir schon Gedanken gemacht. Also die Bäckerei möchte ich kaufen. Einfach mal probieren, was können wir Geld verdienen mit Brot und Kuchen. Ja, die eine wird wieder sagen, hey, das ist doch, gehört doch zu der Landwirtschaft. Aber eine Bäckerei, der Landwirt bringt da Getreide hin und die Bäckerei macht halt eben da Brot und Kuchen draus. Bei uns gibt es auch eine Getreidemühle. Wer sich da in der Umgebung auskennt, in Villingen gibt es eine Kuttmühle, die hat eigene Bäckerei. Und ja, die macht aus dem Ding, aus dem Mehl, wo sie abgeliefert kriegt, aus der, von der Landwirte aus der Region, macht die da Mehl und bringt es zu ihrer eigenen Bäckerei und die machen da ihre Produkte draus. Finde ich eine geile Idee. Deshalb habe ich mir gedacht, komm, kauft doch die Bäckerei mit und ja, in der Bäckerei gibt es halt auch Kuchen und ich esse gern Kuchen. Von dem her, ja, muss ich aufpassen, dass ich nächstes Jahr dick werde, nicht nur dicker werde und nicht mehr in den Schlepper reinpasse. Genau. Die Halle da drüben, haben wir ja auch gesagt, die möchte ich mir kaufen, da habe ich mir jetzt mal Gedanken gemacht. Wenn wir die uns kaufen, hätten wir die Möglichkeit, auf dem Wiesestreifen so zwei bis drei kleine Silos platzieren. Das sind die von Mais Plus, die Handglaub.
Komm, wir gehen mal kurz rein. Ja, das muss auch sein. Ich weiß, die eine sagt, wir quatschen und was weiß ich, ich war viel zu viel Quatsche, aber ich möchte euch einfach bei meinen Gedanken auch mitnehmen, was so weiter geplant ist. Bau, genau. Da haben wir unter Silos die kleine von Mais Plus. Ja, eigentlich könnte man auch so eins bauen. Das hat 120.000. Da gibt es ja die da. Genau, die haben die jetzt. Das hat 20.000 und das hat 10. 20, 40. Bauen wir drei Stück. Haben wir 20, 40, 60.000 Liter. Ja, 60.000 Liter Getreideschrot nachher für Kühe, das müsste eigentlich reichen. Ich habe nur nachher die Befürchtung, dass ich dann kein Platz mehr habe, außer mir könnte da noch was reinkippen in die Halle. Aber nee, komm, das machen wir. Wir kaufen uns das Gelände, genau, wir kaufen uns das Gelände und dann bauen wir da auf dem Wiesestreifen, bauen wir so 2 bis 3 Silos, wo wir unser Getreide dann drin lagert, dass man dann sogar Getreideschrot malen. Das können wir eigentlich auch da untermalen mit Getreideschrot. Mit der Schaufel rausnehmen, geht in die Schrotmühle rein und dann in den Kipper und mit dem Kipper dann in den Stall fahren. Ich habe mir da oben schon Gedanken gemacht, das ist blöd. Ich möchte die Karte jetzt irgendwie verschandeln mit irgendwelchen Sachen, wo ich nirgends hinpasst. Wir haben da oben auf dem Hof keinen Platz, wo wir so ein Silo setzen können. Und ich bin jetzt auch so ein Spezialist, wo sagen kann, ja, da möchte ich sie setzen. Das sieht einfach blöd aus. Ich möchte die Bäume lassen. Das ist so ein schöner Hof. Der ist auch so schön so schön gestaltet und gemacht und so. Den möchte ich jetzt nicht irgendwie da Bäume wegmachen und verschandeln mit Silos. Deshalb kommt die da unten an die Halle. Die haben da locker Platz neben der Halle, neben den Bäumen und dem Ganzen. Genau, was heute halt mein Plan ist, es ist ja schon wieder so viel Quatsch war. Ich muss jetzt noch kurz 3 GR einstellen. Ich möchte eigentlich jetzt schauen, dass ich mit so langsam ein bisschen durch den Winter komme oder so. Ja, weiß so langsam, aber dass es wohl ein bisschen vorangeht. Es gibt jetzt noch eine Folge. Was heißt eine Folge? Ich schaue jetzt mal. Wir sind jetzt schaue dabei. Gut 8 Minuten. Wir machen das Vorgewende da vorne jetzt noch. Und dann möchte ich Allrad einschalten. Ohne Allrad geht da gar nichts. Genau. Dann möchte ich noch ein bisschen meinen Hof aufräumen. Da möchte ich euch auch noch ein bisschen mitnehmen. Klar, ich nehme euch jetzt nicht beim Komplettaufräumen vom Hof mit. Sondern nur mal so ein paar Sachen, wenn ich Maschine versorge oder noch wasche, nehme ich euch mit. Oder nee, halt komm, ich nehme euch nachher noch mit beim Milchverkaufen. Genau, Milchverkaufen. Dann schaue ich mal, was ich noch an Zeit übrig habe, wo ich euch mitnehmen kann mit dem Maschinenversorgen. Zum Beispiel jetzt der Case. Das blaue Band am Lenkrad ist oben. Und das Lenkrad macht erst bei knapp 180 Grad macht das der erste. Also ich muss fast eine halbe Umdrehung drehen, dass das Lenkrad die erste Bewegung macht. Da muss ich nur mal schauen. Das ist ab 90 Grad. Ein bisschen unter 90 Grad und dann geht das Lenkrad auch mit. Ja, das ist blöd, wenn du 90 Grad hast, wo das Lenkrad gar nichts macht. Aber auf die andere Seite, da macht es sofort was. Das verstehe ich nicht ganz. Da muss ich nachher nochmal in der Einstellung gucken. Das liegt bestimmt noch an der Einstellung. Genau, da machen wir so schnell wieder das Vorgewende. Also die Mulcherei bringt keine Düngestufe oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur so, ja, wie man es halt macht. Nee, man macht es bei uns auch. Also wenn bei uns Mais gehäckselt wird, da wird immer ziemlich schnell da danach, während Maisstockblöcke mulcht. Wegen Maiswurzelbohrer. Ich komme da gefahren, jetzt noch einmal vor. Dann zeige ich euch mal nur kurz der Mechanismus beim Einklappen. Das hört sich so geil an. Also das haben sie richtig geil hinbracht von dem Mulcher. Ich weiß nicht, soll ich ihn behalten oder soll ich ihn zurückgeben. Aber normalerweise haben wir jetzt nichts mehr zum Mulchen. Ja, das steht uns eigentlich auch jetzt wieder nur auf dem Platz rum. Zeige ich euch das mal kurz. Müsst ihr euch das mal anhören, wie geil ist das gemacht. Das ist gleich, wenn es oben ist.
so geil. Richtig geil. Und beim Ausklappen genauso. Müsst ihr mal hören, höre? Also echt genial gemacht. Ich weiß nicht, soll ich ihn durchbehalten? Nee, komm, wir lassen mal in Pacht. Geil, richtig geil. Wir lassen mal in Pacht. Brauchen wir mal so oder so. Ja, wie gesagt, es wäre ja nicht weniger Fläche, sondern eher mehr Fläche. Von dem her halten wir jetzt einfach mal. Der wird uns jetzt auch die größte Miete kosten. Von dem her lassen wir das jetzt einfach mal so. Genau. Den stellen wir jetzt mal da ab. Genau, den stelle ich da jetzt einfach mal ab. Wir verkaufen jetzt mal ein bisschen Milch mit dem Fiat. Den Wender, den haben wir schon gewaschen. Den stellen wir gleich wieder rein in die Halle. Hinter dran. Ja, ich denke mal, das brauchen wir das Sterrigel dieses Jahr? Nee, den brauchen wir wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht mehr. Haben wir da... Ne, komm, dann müssen wir gleich ein bisschen rüberfahren. Das ist immer ein vierter Gang. Zweite Lastschaltstufe. Genau. Halt, vorwärts. Ein bisschen da ausholen, dass man da besser reinkommt. Kommen wir da ums Eck rum. Müsste reichen. Kommen wir auch rüber. Jo, passt. Absenke. Abkopple, genau. Oh Leute, ich habe gerade wieder so richtig Bock. Das motiviert mich so, dass ich jetzt heute in einem Tag 6 neue Abonnenten gesammelt habe. Und das aber nur durch Ellerbach-Projekt. Hey, ihr seid echt der Hammer. Ich habe das ja euch gesagt, was das Projekt, Ziel von meinem Projekt ist. Das werde ich am 25. so spielen. Die Beschreibung packe ich euch unter. Die Erklärung von dem Projekt packe ich euch unter in Beschreibung. Das mache ich aber so, dass das automatisch gleich gespeichert wird, sodass ich das jetzt jedes Mal aus meinem alten Video rauskopieren muss und wieder neu einfüge. Also das ist dann jedes Mal schon gleich drin. Ich bin am überlegen, ob ich Big Farmer genauso spielen muss, eben halt nur auf größere Karte. Die Bayern Map hat der Jogi, glaube ich, neulich vorgestellt. Ja, die geht schon Richtung Big Farmer, würde ich sagen. Da sind die Schläge dann halt doch schon wieder ein bisschen größer. Und wir dann schon wieder ein bisschen größer angreifen können. Genau. Um schon ein bisschen größer angreifen können. Also da ist es, das ist dann schon eine Karte, die ist dann nicht mehr so gedacht für Little Farmer. Ja, ich will, ich brauche einfach irgendwie Ziel für meine Projekte. Ja, deshalb habe ich gedacht, dass man so machen, immer einen Betrieb aufbauen, alle Tiere auf dem Hof und dann eben schuldenfrei wäre. Jetzt steht natürlich der Case da vorne im Weg. Ja, Leute, ich liebe das. Ich liebe das, wenn alles so eng ist und du musst die ganze Zeit Maschine hin und her rangieren, weil du hin und vorne keinen Platz hast. Und da drüben steht jetzt der kleine Deutsch wieder mit dem Hänger. Ja. Chaos hoch 10. Ja, der Saustall müssen wir aufräumen auf unserem Hof. So kann es nicht weitergehen. Ich stelle jetzt einfach mal daher. Genau. Aussteige. Türe zu. Zack, die Bohne. Ja, stellen wir auch gleich auf die Seite. Ach komm, den stellen wir jetzt einfach mal darüber. Müssen wir halt nachher durch den Stall fahren. Ja, ich weiß, das ist. Man macht das so. Oder komm, nee, halt, wir stellen auf die hintere Seite.
Ah, jetzt fahr doch zu, Mensch. Hast doch noch Platz. Meine Fresse, ihr seid doch so Autofahrer, das gibt doch gar nicht. Und du wartest jetzt. Jetzt komm ich. Du fahrst. Oh nee, halt, du bist ein BMW-Fahrer. Ich hab nichts gesagt. Sorry. Ich weiß, ich bin BMW-Fan, darum habe ich das gleich wieder zurückgenommen. Ah, da gibt es in unserem Multiplayer-Team nur mal einer, der ein großer BMW-Fan ist, aber da möchte ich jetzt den Namen mitnehmen. Ja, dann stellen wir den einfach mal daher. Ja, da fahren wir jetzt durch. Wir fahren hier vorne rein und hinten wieder raus. War schon jetzt aus dem Weg. Ja, dann schauen wir mal, was haben wir denn jetzt gerade Milch drin? 17.000. Wow, 17.000 Liter. Vorhin war es so 15. Alter Verwalter. Komm, die verkaufen wir jetzt einfach mal. Oder sollen wir mal nur zwei. Komm, wir spulen 2 Stunden vor bis 18 Uhr. Da dürfte es eigentlich nicht dunkel werden. Ich steige mal kurz aus. Kann ich es besser machen? Ja, komm, wir spulen vor bis 18 Uhr kurz. Was haben wir jetzt drin? Ich denke mal so Richtung 20.000 Liter. Ja gut, wir haben jetzt nicht den ganzen Tag die Kühe gehabt. Die sind jetzt halt auch erst dazugekommen. Die anderen 10. 19.000 Liter, alter Verwalter. Oh ja, da kommt ein bisschen Milch rüber. Also, ja. Klar, wir können uns jetzt über den Winter nur mit Milch und... Aha, okay. Mit Milch und Honig über Wasser halten. Alles andere, ja, da können wir halt nichts verkaufen. Yep. Das geht dann gleich wieder rüber in die Bäckerei. Halt... Schau, ich glaube, da ist vorhin der Preis gesunken. Nicht, dass ich das jetzt verkaufe an die Stelle, wo gar nicht, an der Verkaufsstelle, die gar nicht am meisten Geld gibt. Das ist schon voll. Molkerei. Bäckerei 2072. Okay, das ist gerade auf der anderen Seite. Es ist jetzt gerade ein Schlepper voll. Ja, da würde ich sagen, dass ich mir jetzt noch ausschaue wieder bei 15 Minuten so irgendwas. Ja komm, wir belassen es. Ich bringe euch mit euch jetzt so kurz die Milch weg, dass ihr seht, was wir eingenommen haben. Dann belassen wir es, dann würde ich sagen, dass ich dann einfach mal ohne Aufnahme so... Hey, ich bleib doch... Ich hänge doch jetzt nirgends. Allrad. Und schon geht's weiter. Genau, dass ihr jetzt einfach mal seht, was ich eingenommen habe. Dann würde ich sagen, dass ich mal so ein, zwei Tage... Einfach mal so 2 Tage weiterspule. Ist wieder was Interessantes passiert. Ich denke mal zwischendrin, wenn wir mal noch ja, so einen Fliegelhänger mischt auf das Feld bringen. Auf das kleine Feld, wo ich euch neulich gezeigt habe, wo ich gern mischt drauf fahren möchte. Genau, da bringen wir das dann drauf, der mischt, und den verteilen wir dann im Frühjahr. Eieiei, der Fiat, der muss ja auch mal wieder gewaschen werden. Ich muss gerade schauen. Ah ne, halt, halt, halt. Ich gehe da rein. Von der anderen Seite haben wir nämlich am Zaun keine Kollision. Genau. Ja. Drehen wir da kurz um. Fahren wir halt da ein bisschen durch die Wiese, aber hey. Normal hätte ich eigentlich genau bei dem Hof da durch die Ding fahren, ist jetzt auch das Problem, aber das passt so. Passt schon. Ich bin einfach zu voll zum Schalten, Leute. Ach, ich liebe das. Ich liebe das. Der Fiat finde ich sowas von geil. Und wie gesagt, der geht da aufs nächste Projekt mit. Ja, mal schauen, ob es noch ein nächstes Projekt gibt. Wie lange es noch geht, bis man das Ziel erreicht, denn da, aber ja, ich denke mal, so Richtung Frühjahr haben wir ordentliches Budget beieinander. Ja, der Rubel rollt. Genau. Ja, dann würde ich sagen, das belassen wir jetzt nachher. Jetzt schauen wir noch kurz, was wir da an Geld einnehmen.
kurz was schauen. Habe ich nämlich vorher gesehen, wenn man gerade was abladet. Okay. Viele Zahlen, die da rumspringen und machen. Oh ja, 44.000. Ja gut, muss ich gerade überlegen, was haben wir denn bis jetzt immer gehabt? Ja, glaube ich, um die... Ja, ich habe die Kühe jetzt erst halt Mittag gekauft. Die sind vielleicht jetzt 3-4 Stunden im Stall. Von dem her können wir eigentlich jetzt nicht viel mehr an Milch erwarten. Umweltbewertung 1.303 Euro. 40.000 Euro. Knapp eine 40.000 Euro Milch. 40.580 Euro. Boah, geil. Jo, das rentiert sich. Cool. Okay, meine Freunde, wir fahren noch kurz rüber auf den Hof. Ey, jetzt fahr einfach zu, komm. Stell dich jetzt so an. Du wartest jetzt. Ich glaube, ich bin. Ja, da läuft das hübsche Fräulein weg. Die hält mir die Straße frei. Das ist natürlich auch eine Sache. Genau. Wie gesagt, wir spulen jetzt weiter. Ist eigentlich jetzt alles abgeschlossen. Striegle, Mulche. Ich schätze mal, dass wir so im Februar weitermachen. Ich schau mal kurz. Was sagt denn der Wetterbericht? Was ist im Februar? Ich werde euch zwischendrin schon mal noch mitnehmen, wenn wir Mist auf die Felder bringen oder so. Aber ich möchte jetzt im Großen und Ganzen einfach jetzt mal, obwohl im Dezember, ich schau mal, vielleicht können wir vielleicht noch ein paar Räumdienste, Räumaufträge machen, gerade mit Schnee, Schneeräumaufträge oder so. Ja, die haben da bald bis letzter Februartag haben sie Schnee, zwischendrin wieder sonnig. Aber ab dem 2. Novembertag, also das ist dann morgen, also ab morgen haben sie Schnee. Wenn wir jetzt durchspulen, haben wir dann morgen früh wahrscheinlich Schnee. Okay, aber da nehme ich euch mit, ich spule jetzt mal bis 2. Dezember oder 1. Dezember. Nee, ich glaube eher 2. Dezember, Januar, Februar ist der Hochwinter. Schauen wir mal, wo wir da denn sind. Mal schauen, vielleicht knüpfe ich zu mache ich nochmal ein Video zwischendrin, wenn wir den Mist wegbringen müssen, da halt kurz das Fiat ausschalten, wenn wir den Mist wegbringen müssen, dann werde ich euch dann auch nochmal ein Video machen. Oder ich könnte euch vielleicht noch ein Video machen, wenn wir jetzt nachher eine Maschine versorgen, oder ist das für euch so interessant? Doch komm, das machen wir. Ich spule einen Tag weiter, dann nehme ich euch wieder beim Füttern mit und dann noch mal ein bisschen Maschine versorgen und dann spule ich durch bis zum 2. Dezembertag. Genau so machen wir es. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, like nicht vergessen, abonniert doch meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.